Ich habe massiv mit Wespen zu kämpfen. Die bauen wie verrückt. Da bist du einen Tag lang nicht hier, dann haben die schon ein neues Nest. Ihr seht es vielleicht, ich versuche die Dinger wegzuräuchern. Aber die sind immer so steil drauf, wenn es warm ist. Ich würde das jetzt gerne alles hier so ein bisschen ordentlich machen, aber die fliegen voll die Attacke. Die Mistviecher lassen einen einfach nicht an die Hütte ran. Das ist Wahnsinn. Wir werden schon noch sehen, wer es lässt. Ich weiß nicht, ob ich die behalten soll oder. Ne? Da hinten steht eine Birke, die kommt auf jeden Fall weg. Ich bin allergisch, es geht halt extrem auf die Atemwege, deswegen tut mir leid, ich habe das Ding auf eBay Kleinanzeigen reingestellt, zu verschenken. Die Leute, die halten einen nur hin. Das ist Wahnsinn. Wenn das Ganze hier mal weg ist, dann kommen hier irgendwelche Büsche hin. Ich weiß noch nicht was, weil das Problem ist, wir haben hier überall Tannen. Frag mich nicht, warum er hier Tannen gepflanzt hat. Da drüben haben wir wieder anderes Gewächs. Und hier haben wir Gewürzlorbeer. Und da hinten wieder was anderes. Deswegen, ich kann da. Wisst ihr, ich würde hier einfach eine Ecke so durchziehen. Ne? Aber mal schauen, was da hinkommt. Wenn ihr da irgendwas wisst oder so. Hier der Feigenbaum, ich weiß nicht, ob der sich erholt. Ich denke schon, aber ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. So, ich komme dann später nochmal. Dann werden sich die Wespen auch beruhigt haben. Und ich kann den Jeff mitnehmen. So, eigentlich wollte ich in das Futterhaus gehen, aber da ist jetzt ein Fressnapf. Guten Tag. So, wir sind jetzt seit langem mal wieder in der Stadt. Corona ist ja so halbwegs rum. Und ich muss Schuhe kaufen. Die Stadt ist knallevoll. Und ich merke, dass bei ihm der Stresspegel schon höher geht. Deswegen werde ich wahrscheinlich nicht so viel filmen können. Muss mich eher darauf konzentrieren, dass er nicht in der Leine hängt. Ah, Jeff, da hast du einen hingelegt, du. Wisst ihr, jetzt waren wir die ganze Zeit draußen und erhebt sich die größte Wurst für die Stadt auf. Oh je, Jeff, das sieht schlecht aus. Hm? So, Satz mit X. Wir haben absolut nichts gefunden. Es wird immer schwieriger mit den Schuhen, Jeff. Ich dachte, ich nehme euch einfach mal mit, weil im Endeffekt ist es ja das, was ich mit Jeff mache. Deshalb ist er auch so gechillt. Jeff. Guck mal, die kleine Wellensteinjacke. Schuhe haben wir nicht gefunden. Und in einem Uhrenladen waren wir auch. Allerdings haben sie nicht die Uhren gehabt. Falls sich jemand auskennt, der wollte mir Uhren mit Ronda-Uhrwerk andrehen. Er hat gemeint, die sind besser als Ether. Der Jeff, der macht sich echt gut. Ich habe gedacht, der hängt mir mehr in der Leine, aber er ist gechillt, das liegt wohl am Wetter. Aber seine Nase, die geht natürlich hier. Was ich ganz ausgeblendet habe, ist, dass es echt krass ist, wie stark dieser Hund Aufmerksamkeit zieht. Also man läuft mit dem durch die Stadt und die Leute, die reißt es aus ihren Gesprächen raus. Also die unterhalten sich mit anderen Leuten und der Hund taucht auf und die hören auf mit dem Gespräch und gucken und zeigen noch drauf. Der säuft noch einen ganzen Brunnen leer. Na, Jeff, ein Zeitungsartikel, ha? Einmal loslassen und ab da rein. Warum ich immer Döner esse, hat folgenden Grund. Jeff, nein.
ich kann mit dem ja nicht in den Laden gehen und mir irgendwelche Sandwiches kaufen. Und im Restaurant, da muss ich immer warten. Eine halbe Stunde, bis mal das Essen fertig ist. Deswegen gibt es halt immer Döner. Und Jeff freut's auch. Ich habe gerade einen Rentner damit beauftragt, mir ein Getränk im Aldi zu holen, weil ich mit dem Hund da nicht rein kann. Also ich habe ihn freundlich darum gebeten und er hat mir das einfach geschenkt. Im Endeffekt wird es so hinauslaufen, dass ich ins Internet gehe, mir die Schuhe bestelle. Und wenn sie nicht passen, dann schicke ich sie zurück. Das ist schade. Sehr, sehr schade. Wahnsinn, die lässt einfach ihr Kind draußen. Ich lasse noch nicht mal meinen Hund draußen. Ehrlich gesagt bin ich recht zufrieden mit dem heutigen Tag. Jeff hat sich wunderbar benommen, bis auf das kleine Malheur mit dem Riesenhaufen. Jeff, warte. Ansonsten hing er nicht wirklich in der Leine. Und ja, jetzt gehen wir nach Hause. So, für dich gibt's Essen. Das gibt's später. Das sind übrigens die besten Leckerlis, die ihr kaufen könnt. Also wenn es darum geht, den Hund zu bestätigen, dass er irgendwas richtig macht. Und das muss ich jetzt gucken, dass ich das vernünftig aufbekomme. Weil das stinkt, Jeff. Da musst du aufpassen. Hier musst du schnell essen, sonst ist es weg. Mmh. Hier ab. Lass es dir schmecken. Jeff hat sich gerade bedankt fürs Essen. Das macht er jedes Mal. Der isst. Und dann kommt er, dann freut er sich und dann geht er wieder.